Kapitel 17. Kein Schritt für euch. Ich glaube schon. Es sah etwas seltsam aus, weil du kein Emotionsrad genutzt hast. Aber deine Ausstrahlung war definitiv die eines Hassangriffes. Siehst du, ich wusste doch, es ist nur eine Frage der Zeit. Als Funkenherz diese Worte hörte, versuchte sie ihre Begeisterung wieder etwas zu mindern. Das stimmt wohl, aber deswegen bin ich noch lange nicht so weit, wie ich sein müsste. Außerdem habe ich keine Ahnung, was ich überhaupt gemacht habe. Trotzdem ist es ein großer Fortschritt. Vor allem, wo du dir doch noch so unsicher warst, ob du es überhaupt könntest. Aber jetzt siehst du, natürlich kannst du es. Und das sehr schnell. Ich habe für Jahrhunderte trainiert und bin noch ineffektiv im Kampf. Und du schaffst nach unter einer Woche deinen ersten Angriff? Wenn wir uns ranhalten, dann können wir dich so weit bringen, dass du es vielleicht mit Günther aufnehmen kannst. Dies hörend schreckte Funkenherz zurück. Mit Günther aufnehmen? Das werde ich wirklich müssen in seinem eigenen Kampf, aber... Du wirst nicht alleine sein, aber... Latira hat nicht Unrecht. Du bist ein Elektro-Pokémon und lernst den Emotionskampf. Niemand von uns kann Günther so viel entgegensetzen wie du, aber... Wie gesagt, du bist nicht alleine. Du musst ihn nicht alleine bezwingen. Bist du mir da sicher? Ich meine, Günther ist ja auch nicht alleine. Im Gegenteil, sie sind mehr als wir, deutlich. Und ich kenne ja meine Freunde. Glaubst du wirklich, dass wir gewinnen könnten? Haben wir da eine andere Wahl? Ja. Wir könnten auch umdrehen. Wozu ich gerade auch tendieren will. Also sputet euch, bevor ich mich wirklich dazu entscheide. Flamme trat fordernd vor. An jenen Ort, welcher den Edelstein genau passen ließ. Soll hingegen wandte sich noch einmal an Funkenherz. So leise, dass Flamme ihn nicht hörte. Wenn es darauf ankommt, dann schon. Aber vielleicht können wir sie ja auch von unserem Recht überzeugen. Du hast recht. Ich kenne sie. Sie werden wissen, was wahr ist. Flamme hingegen war alleinig auf den Weg voran fokussiert. Langsam und lautstark senkte sich der Fels in den Boden und brachte einen kleinen Raum ans Licht. Und in diesem Raum schwebte ein Gegenstand bekannter Form. Es musste der Kern des Weltenbaumes sein. Tundil, wir sind da! Also zeig dich! Es folgte keine wahrliche Antwort. Lediglich ein Portal öffnete sich, so wie auch die letzten Male. Und ohne zu zögern trat Flamme voran, ohne sich auch nur umzudrehen, um zu sehen, ob seine Mitstreiter bereit waren. Wieder einmal war es die Spitze eines Weltenbaumes, auf der sich Flamme wiederfand. Neben ihm erstreckte sich ein weiterer Weltenbaum, scheinbar endlos in die Materie. Omegons Weltenbaum wuchs. Aber für den war Flamme nicht hier, sondern für den Lux in der Mitte der großen Plattform. Sein Körper war zu größten Teilen lila, viele Stellen jedoch von schwarzem Fell bedeckt. Strom schien um seinen Körper herum zu knistern. Im Prinzip sah er genau aus wie die Stimme des Sturmes. Nur ohne die eigenartigen Flügel und nicht schneeweiß. Natürlich. Hinter Flamme fanden sich auch seine Begleiter langsam ein. Doch auch wenn sie dies nicht getan hätten, dem Vulpix wäre es gleich. Tundil! Bedeutungsvoll wandte der Weltengeist sich an die Reisenden. Ihr habt es also hierher geschafft. Herzlichen... Erspar uns diese Scheiße! Wir sind hier nicht für leere Worte! Sag uns lieber, was ihr wirklich wollt! Bitte? Tu nicht so, als wüsstest du nicht, wovon ich rede! Ich habe genug gehört und gesehen!
Wir sollen also eure tollen Auserwählten sein, die Omegons Weltenbaum zerstören können? Dass ich nicht lache. Versucht nächstes Mal doch wenigstens es glaubhaft zu machen. Unsere Gruppe fällt zusammen, wenn wir einen einsamen Bodentypen treffen und ihr denkt, ich glaube euch, dass wir einen Gott stürzen sollen. Mir ist bewusst, dass Omegon versucht, euch einzureden. Immer behauptet und lügt Omegon. Sehr praktisch, nicht? Da könnt ihr so gut aussehen. Was zur Hölle redest du da, Flamme? Den Einspruch seines Bruders ignoriert das Vulpix bloß. Stattdessen sprach er weiter in seiner Rage. Mir geht es hier nicht einmal darum, dass wir für euch nur Köder sind. Falls wir das sind. Mir geht es darum, dass ihr scheinbar glaubt, dass ihr uns behandeln könnt wie Spielzeuge, bloß weil ihr Götter seid. Und was wollt ihr bezwecken mit all den Hindernissen, die ihr uns stellt? Ich höre deine Worte, junges Vulpix, aber ich verstehe sie nicht. Woher hast du den Gedanken, dass wir Weltengeister euch stoppen wollen würden? Irgendwann gibt es zu viele Zufälle, damit ich daran glaube, dass es welche sind. Wobei ihr es ja teilweise gar nicht mehr versteckt. Ihr tut so, als wollt ihr unsere Hilfe. Dann lasst ihr uns durch die halbe Wurzelwelt des Forstes reisen, um irgendeinen Stein umschmieden zu lassen, den wir nicht mal gebraucht haben. Dann kann uns natürlich niemand sagen, wo sich Lunala versteckt. Außer einem Mon, das natürlich auf einem Eisberg lebt. Lunala kann uns dann unpraktischerweise auch nur in eine Zweigwelt schicken. Im Wissen, dass wir genau in dieser Zweigwelt auf Krieger treffen, die unter Omegon gekämpft haben. Und dich konnten wir zufällig auch nur erreichen, nachdem wir zweimal um die halbe Welt gereist sind und uns einen neuen Edelstein aus einer Todesfalle fischen mussten. Aber selbst an dem Zeitpunkt war ich noch so naiv, an Zufall glauben zu wollen. Aber jetzt habt ihr es übertrieben. Sollte es wirklich glaubwürdig sein, dass der Wächter deiner Welt, der auch noch in deiner Gestalt kämpft, sich genau jetzt direkt vor dem Tor zu deinem Kern befindet und natürlich zufällig gerade vom Schicksal gesagt bekommen hat, dass wir wohl doch seine Feinde sind? Der Wächter meiner Welt, meine Gestalt. Du meinst doch nicht etwa, dass euch Trekephalo angegriffen hat, oder? Doch. Das hat er, aber... Ihr habt diesen ganzen Scheiß gesehen und mitgemacht und denkt überhaupt noch an Aber? Ist das euer Ernst? Bin ich der Einzige, der sieht, was zur Hölle hier für eine Kacke abgeht? Diese ganze Reise ist nicht bloß eine Reise, um unseren Welten zu helfen. Hier steckt mehr dahinter. Ich weiß noch nicht, was genau, aber es ist eindeutig. Ihr Weltengeister wollt nicht bloß unsere Hilfe. Ihr fordert uns heraus. Ihr legt uns Steine in den Weg. Ihr schickt uns über die längsten Wege. Ich kann dir versichern, wir haben selber euren Erfolg am Herzen und sonst nichts. Eure Niederlage wäre auch die unsrige. Der letzte Satz ist der einzige, den ich dir glaube. Und das auch nur, weil Omegon uns schon ins Gesicht gesagt hat, was er tut. Wenn er am Ende nicht eingeweiht ist. Aber das glaube ich nicht. Was ich glaube, ist, dass ihr Weltengeister mich wegen eurer bescheuerten Prophezeiung, die ihr aus der Luft gegriffen habt, erwählt habt und es selber bereut. Ihr wollt uns entweder prüfen oder aus dem Weg räumen, um euch selber zu beweisen, dass eure echten Auserwählten irgendwo anders sind. Oder ihr habt festgestellt, was für eine Scheiße eure großartige Weissagung ist. Ihr habt verschissen, uns losgeschickt und könnt es jetzt nicht einsehen. Junges Vulpix, deine Vermutungen basieren nicht auf Fakten. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Selbst wenn wir zweifeln würden, hätten wir keine Wahl. Ja, ja, natürlich. Gar nichts geht da und wir sind natürlich so toll und wichtig. Verarschen kann ich mich selber. Also, hört auf, uns anzulügen. Flamme! Bist du jetzt endlich mal fertig? Warum sollte ich? Denkt ihr, ich habe Angst, weil diese Mon Weltengeister sind? Am Arsch! Ihr seid für mich niemand. Und jetzt macht den Mund zu und den Weg frei. Wir sollen doch in den Weltenbaum der Schatten, nicht? Ich gehe hin. Und glaub mir,
Nicht für euch. Aber was habe ich sonst zu tun? Es ist meine beste Chance rauszufinden, was ihr Clowns wirklich wollt. Ich schreite voran. Und keiner dieser Schritte ist für euch. Auch wenn ihr es euch einbilden wollt. An diesem Punkt war offensichtlich auch Tundil seine Zeit zu schade, um lange zu diskutieren. Stattdessen folgte er der Aufforderung, ein Portal in den nächsten Weltenbaum zu öffnen, welches das Vulpix sofort nutzte. Allerdings blieben noch Pokémon zurück. Bitte verzeiht dieses, was auch immer Flamme getan hat. Er ist der einzige von uns, der so denkt, ich verspreche es. Ich gebe euch nicht die Schuld für sein Verhalten. Doch sagt mir, ist dieses Vulpix wirklich Flamme, über den ich so viel gehört habe, auf dessen Erscheinen wir Weltengeister für unzählige Jahre gewartet haben? Flamme ist dasselbe Wesen, mit welchem ich gerade das Vergnügen hatte. Langsam frage ich mich das auch. Nun, wie auch immer es denn ist, seid ihr bereit, mich für einen Moment länger anzuhören als euer Anführer? Denn ich möchte euch noch euren Weg in den Schatten mitteilen. Selbstverständlich, wir sind ganz Ohr. Gut, eure Reise in den Weltenbaum der Schatten wird anders als alle vergangenen, denn sie bringt euch an ein Ziel. Wenn ihr durch dieses Portal schreitet, dann werdet ihr euch in einem großen Urwald wiederfinden, in dessen Zentrum ein Baum ewig weit sich über die anderen erstreckt. Beinahe wie Omegons Weltenbaum hier draußen. Diesen Baum, den Baum des Lebens, müsst ihr erklimmen, mindestens einer von euch. Denn dort wird euch Dreron empfangen. Und wie es weitergeht, teilt er euch dann mit. Noch können wir nicht riskieren zu sprechen. Nicht außerhalb eines Weltenbaumes. Nicht auf seiner Spitze. Nicht im Wissen, dass Omegon zuhören könnte. Und Dreron wird uns bei unserer Ankunft dort mehr sagen können? Ja. Und auch wenn ich gerne mehr sagen würde, ich verspreche euch, seine Worte werden euch freuen. Es dauert nicht mehr lange. Ihr habt viel hinter euch. Gerade du soll als Reisender der ersten Stunde. Aber nach allem, ihr werdet nun sehr bald ankommen. Auch wenn ihr natürlich alle selber wisst, die größte Hürde wartet noch. Aber so wenig Flamme es auch glauben will. Wir Weltengeister glauben an eure Stärke. Vielleicht mag ein Weg voran unmöglich wirken. Doch was hat dies bisher nicht? Wenn ihr es wahrlich wollt, ich denke, ihr könnt alles schaffen. Ich hoffe es. Wenn eure Gruppe nicht vorher zerfällt an dem Mond, welches euch anführen soll. Verzeiht mir diese Frage. Ihr seid nicht gezwungen zu antworten, wenn ihr denn nicht wollt, doch woher kommt sein Hass, seine Abneigung? Ich habe bereits vernommen, bei den Treffen mit Terus und Lunala war er zwar nicht die Freude in Person, aber solch ein Gespräch habe ich dann doch nicht erwartet. Funkenherz blickte unsicher zu ihren Teamkollegen. Auch Latira wirkte nicht ganz entschlossen. Zoll hatte aber genug gehabt. Zu viel, um weiterhin zu schweigen. Es ist dieses beschissene Kraut. Seitdem unsere Mutter es ihm gegeben hat, um seine inneren Dämonen zu bekämpfen, habe ich das Pokémon verloren, das früher mein Bruder war. Anstatt es zu nutzen, wie er sollte, als ein Hilfsmittel im Notfall, nahm er mehr und mehr von dieser Droge. Er kann gar nicht mehr damit aufhören. Und als er selbst einen Partner fand, der gegen dieses Kraut war, selbst dann hat er weitergemacht. Er ist süchtig nach dem Tellizium und es zerstört ihn. Auf unserer Reise durch deinen Weltenbaum. Für eine ganz kurze Zeit schienen sich die Dinge zu bessern, aber als wir den Juwel bekamen, um hierher zu kommen, es wurde schlimmer als je zuvor. Und das, was von Flamme übrig ist, glaubt niemandem außer seinem Kraut und glaubt niemand anderen zu brauchen. Er redet sich selber ein, dass er es braucht, um kein Monster zu werden. Dabei wird er wegen dem Kraut zum Monster und ich kann mir das langsam nicht mehr ansehen.
Erst als er Funkenherz Fell spürte, als sie an seine Seite trat, merkte Sol, wie sehr er sich in Rage geredet hatte. Ich verstehe, aber wer weiß. Vielleicht können sich die Dinge noch ändern. Sie müssen es. Die Flamme sollte uns alle führen. Und nun kann sie nicht einmal sich selber noch führen. Wenn dieses Vulpix nicht bald zur Vernunft kommt, die Flamme wird erlöschen.